Ari sagt Hallo und guten Tag zur Realität heute am 8. Februar 2023. Ja, ich habe es ja erwähnt, es geht heute um Meloneras. Und ihr seht, wie das Wetter hier jetzt spielt. Hier haben wir Sonne, hier scheint die Sonne. Ich komme gerade hier aus dem Campo International. Und ich drehe mich jetzt mal ein bisschen und schaut mal, was hier für dicke Wolken hängen. Ich sage, ab der Tankstelle, ab Sonnenland ist Schatten und das setzt sich auch hier fort, also hier ein paar hundert Meter. Hier unten keine Sonne. Und so kann es vorkommen, dass jemand sagt, ich musste aus der Sonne raus und der andere sagt dann, ich hatte gar keine und die sind nur ein paar hundert Meter auseinander. So, hier ist der Kolumbus, der weiß den Weg, aber wir wissen, wo es hingeht. Und zwar hier Richtung Bahia Meloneras. Die Anlage, das ist auch ein Thema. Immer wieder gefragt, wo man wohnen kann, wo man ein bisschen mehr Platz hat, wo es größere Häuser und Wohnungen gibt. Und das zeige ich euch jetzt mal von außen. Ja, die Busflotte ist neu, also die nicht die Flotte, sondern die Busse außen, die den Flughafen mit Playa de Ingles und Maspalomas verbinden, die haben ein neues Outfit bekommen, habe ich gelesen vorhin. Dass sie auch von Weitem hin schon als Zubringerbusse und Flughafenbusse erkennbar sind. So, hier der Park Tony Gallardo, auch jeden Tag offen, außer am Sonntag geschlossen und ohne Eintritt, Eintritt frei, und der erstreckt sich bis Richtung Barranco. Erstreckt sich dieser Park. So, und wir fahren jetzt erstmal hier die Richtung. Ja, wenn wir schon wenig Wind haben, beziehungsweise auch noch Rückenwind, dann muss ich das ja auch nutzen. Frage kam, ob ich die Kamera auf dem Kopf habe. Nein, ich habe die hier am Brustgurt. Und das externe Mikro dazu, und da müsste das jetzt ganz gut funktionieren. So, die Einstellung noch ein bisschen korrigieren und jetzt fahren wir hier Richtung Meloneras. Ja, und ihr seht selber hier Autos über Autos. Kaum ein Parkplatz zu bekommen. So, und da vorne, das kennt ihr, das ist Via del Conde, das Hotel. Das ausschaut wie eine kleine Stadt. Ja, und wir fahren jetzt Richtung dunkle Wolken. Hier geht's links zur Playa de Meloneras, rechts geht's zur Klinik. So, und jetzt hier vorne, diese orangen, cremefarbenen Häuser, das ist Bahia Meloneras. Ich fahre jetzt einmal oben lang
Hier wird oft angefragt, hier wird oft gesucht. Hier gibt es 2 bzw. 3 Schlafzimmerwohnungen, Eckhäuser mit Dachterrasse, ohne Dachterrasse, mit eigenem Parkplatz hier von der Seite oder parken auf der Straße. Ja, eine der beliebtesten Wohngegenden hier, weil man eben auch ein bisschen mehr Quadratmeter hat. In der Regel haben die im Erdgeschoss ein Bad, Küche und Wohnzimmer, oben 2 Schlafzimmer und ein Bad, und manche haben ein Untergeschoss mit 2 Zimmern. So, das ist die eine Phase und hier ist die andere Phase, getrennt durch diese Straße, die sehen wir dann unten auch. Und die Häuser hier jetzt geradeaus, die haben den Zugang von der Straße aus über eine Stichstraße. Hier unten rechts ist unsere Klinik, geradeaus Mercadona, der große Supermarkt hier. Also hier ist auch die Infrastruktur. Okay. Ja, hier wollen die Leute nicht nur mieten, sondern hier wollen die Menschen auch kaufen. Und aus eigener Erfahrung wissen wir, es ist gar nicht so einfach. So, und jetzt habe ich im Rücken die Klinik. Und wir fahren jetzt hier direkt an der Anlage vorbei. Übrigens, wer sehen möchte, wie die Häuser aussehen, ich habe da ein Video gemacht, einfach in der Suchleiste eingeben, Bahia Meloneras, und dann findet ihr das oder die passenden Videos. Ganz einfach zu finden. So, hier vor uns der Golfplatz, dann das H10. Und wir fahren jetzt hier unten noch mal vorbei. So, und hier gibt es Häuser, die haben ein rotes Schild mit 2 V. Vivenda Vacacional, das heißt, die sind von außen gekennzeichnet, dass sie in der touristischen Vermietung sind. Ganz einfach zu erkennen. So, und hier genau gegenüber ist die Rezeption vom H10. Hier auch wieder links 2 Häuser mit VV. Ja, eine sehr beliebte Wohngegend. Hier geht es auch direkt zum Strand, zum Wasser, dieser Weg, diese Straße hier entlang. Und das ist die Stichstraße, die ich euch vorhin gezeigt habe, die die Phase 1 von der Phase 2 trennen.
So, und da vorne ist schon wieder das Via del Conde. Und wir haben jetzt einmal den Kreis um die komplette Anlage Bahia Meloneras geschlossen. Ja, und wenn jemand diese Angebote sucht, dann findet er sie ganz einfach mit dem Namen Bahia Meloneras. So, jetzt noch mal unten lang, denn es geht ans Wasser. Ja, die Wolken, die ziehen jetzt aber genau die Richtung. So, wir sind wieder an der Rezeption vom Bahia Meloneras. So, und wir fahren jetzt hier nach links Richtung Strand, Richtung Beach. So, und jetzt geht der Weg entweder nach unten oder wir fahren jetzt links. Sunset Beach genannt, hier diese Ecke. So, hier ist Sunset Beach und das Sunset Café, ein Café mit einem der schönsten Ausblicke, und das schauen wir uns dann auch gleich mal an. Fahren wir noch hier eine kleine Runde. So, und hier sind wir ganz am Anfang vom Beach. Ja, der Strand. 27 Grad zeigt das Thermometer an, das halte ich für ein bisschen übertrieben.
Hier ist nicht viel los am Wasser, nein. So, und das Ecke, die Ecke, die rechte Seite des Shopping Center, das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Hier nochmal der Blick nach Pasito Blanco. Das ich ja sonst immer nur aus der Ferne zeigen kann. Ja, und hier der Fußweg, der geht direkt zum Leuchtturm, zum Faro de Maspalomas. So, einen vernünftigen Parkplatz werden wir finden und dann so, das ist hier die obere Etage, das heißt das Niveau der Straße unterhalb vom H10. Es ist wesentlich einfacher hier unter dem Tag zu filmen, weil ich nicht diese Musikbeschränkungen habe und deswegen schauen wir uns das an. Hier sind so Outdoor-Terrassen, kleine Diskotheken. Ich weiß aber jetzt nicht, ob die alle noch offen haben. Also am Abend geöffnet sind. Denn die letzten Wochen war ich hier am Abend nicht. Ja, viel ist hier nicht in der oberen Etage, das ist das Sunset Café da vorne und dann die drei Lokale hier auf der linken Seite. Mar Azul hier links. Und hier Cherix. Food and Drink. Copas, dieses Lokal hier unten. Copas Meloneras. Wir haben auch schon mal von berichtet, auch hier von den beiden Lokalen oben das Sunset Café und das unten drunter die Panoramikbar. Ja, so schaut das jetzt aus von der anderen Seite. Und jetzt gehen wir mal eine Etage tiefer. Hier unten das bekannte Lokal Agua. So, an der Musik vorbei, hier nach unten. Ja, es gibt ja einige, habe ich Gäste in den Kommentaren schon gelesen, die waren auch noch nicht hier, die sind im Playa de Inglés zu Hause. Und
Ja, für die ist es ganz einfach nicht passend oder zu weit, wie auch immer. Und deswegen zeige ich euch das, wie es hier aussieht. Ja, hier kann man auch schön sitzen, hier innen im Agua. Vor ein paar Monaten, so lange ist es schon wieder her. Tja. Aber es verändert sich auch ziemlich viel und das auch sehr schnell. Ja, und das ist der Anfang vom Beach. Groß ist er nicht. Da ist der Golfplatz wieder, Golfplatz Meloneras. Und hier unten der Paseo, der Fußweg an den Lokalen vorbei. Und hier die drei Reihen. Also so viel ist das auch nicht. Ja, und die Wolken hier. Ja, und das ist die Showterrasse vom Copas Café Tapas Pub. Live-Shows, Unterhaltung. Am 13. Februar ist hier was angekündigt. Und da oben das Hotel A10 Playa Meloneras Palace. Ja, hier die riesige Terrasse, da war neulich Eröffnung. Aber vielleicht hatten die auch nur die größere Terrasse dazugenommen für die Eröffnung. Ich kann es euch nicht sagen. Hier geht der Fußweg oder die Treppen nach unten. Ja, aber hier kommen doch schon einige Wellen jetzt an, wie ich das höre. So, hier geht es weiter und jetzt kommen wir ins untere Stockwerk. Hier ist eine Scheibe davor. Hier wird gerade umgebaut oder renoviert, gestrichen. Die Frage kam in den Kommentaren, was denn mit dem Mama Juana ist. Und jetzt können wir die Frage auch beantworten. Das inzwischen berühmte Mama Juana, der Club, wie es so heißt, wird renoviert, also hier gibt es Umbaumaßnahmen, Renovationen. Hier wird gestrichen und gepinselt. Hier ist aber auch jeder im Einsatz. So, hier gibt es Kaschmir Fashion. Hier ist der Zugang direkt vom Parkhaus. Hier unten gibt es ein Parkhaus. So, und hier sind wir direkt am Strand. Die Lokale hier. Ciao, ciao. Und da vorne die Rot-Kreuz-Station. So, das ist das Mama Juana. Hier oben die Panorama Bar und ganz oben Sunset, die Sunset Bar.
Ja, man ist hier fleißig. Also, es geht weiter mit der Musik. Ja, lassen wir uns doch ein bisschen noch vom Strand verwöhnen. Ja, hier kommen schon ein paar Wellen an. Wenn man das so hört. Ja, hier gibt es auch den Fahrradvermieter. Hier direkt im Untergeschoss, nein, im Erdgeschoss hier. Hier Erdgeschoss, Strandniveau sind wir jetzt. Ja, ich kann es euch nicht sagen, ob das Wasserski ist oder ob der nur auf einem großen Brett steht, der sich da ziehen lässt. So typisch Wasserski-Verhalten oder Figur macht es da nicht. So, wir sitzen gerade hier am wunderbaren Sunset Beach, am Sunset Café. Ja, und die dicken Wolken, die haben sich noch nicht verzogen. Da muss man direkt Angst haben, dass man nass wird. Aber ich glaube nicht, dass es mich erwischt. Also von Regen keine Spur. Da vorne ist auch noch die Sonne. Da scheint noch die Sonne. So, das war mein Ausflug jetzt hier am Sunset Beach. Kein Wind, das ist auch schön. Und ich verabschiede mich jetzt hier mit Blick auf Pasito Blanco. Das wird auch mal ein Ziel sein, einen nicht Halbtagesausflug, aber 3 Stunden. Pasito Blanco ist immer schön. Ist eine ganz andere Atmosphäre, eine ganz andere, eine kleine Welt. Und ja, ich sage jetzt ganz einfach mit diesen Bildern hier, hasta luego, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal, morgen zum aktuellen Wetter und beziehungsweise zum ausführlichen Wetter oder zum Kurzvideo oder zur Realität. Ich sage hasta luego.